Hey, freut mich, dass du dir auch noch die schwierigeren Aufgaben ansehen willst. Also gut, na dann begleiten wir wieder Nina, unsere Wissenschaftlerin, die wir ja bereits im Einführungsvideo kennengelernt haben. Sie ist nun schon fast fertig mit der Entwicklung ihres neuen Medikaments, doch eine Zutat fehlt ihr noch. In einem ganz alten Rezeptbuch, das sie zufällig gefunden hat, wird die Wurzel einer Pflanze beschrieben, die nur im tiefsten Urwald zu finden ist und eine besonders heilende Wirkung haben soll. Mutig wie immer zögert sie also nicht und packt ihren Koffer für den Flug. Wie du vielleicht weißt, darf aber ein Koffer nur maximal 20 Kilogramm wiegen, sonst muss man extra zahlen. Einen Koffer abzuwiegen ist etwas kompliziert, deswegen hat Nina sich eine Liste geschrieben und ihre Sachen einzeln auf einer Waage abgewogen. So wiegt ihr Laptop für die Arbeit 1,541 Kilogramm. Ihr leerer Koffer wiegt laut Produktbeschreibung 3,2 Kilogramm und ihre Wäsche wiegt insgesamt 12,37 Kilogramm. Wie viel wird also ihr Koffer insgesamt wiegen? Stoppt das Video, um es dir selbst zu berechnen. In diesem Fall müssen wir drei Summanden addieren, die jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen haben. Daher ist es hier besonders wichtig, dass wir die Zahlen schön untereinander schreiben. Wir beginnen also mit 1,541 und setzen gleich das Komma für die restlichen Summanden und die Summe. Nun schreiben wir die restlichen Summanden an und ergänzen die fehlenden Nullen. Nun können wir die Zahlen addieren. 1 plus 0 plus 0 ist 1. 4 plus 0 plus 7 ist 11, also 1 und 1 Übertrag. 5 plus 2 ist 7, plus 3 ist 10, plus die 1 vom Übertrag ist 11, also 1 und 1 Übertrag. 1 plus 3 ist 4, plus 2 ist 6, plus 1 ist 7. Und 0 plus 0 plus 1 ist wieder 1. Der Koffer wiegt also 17,111 Kilogramm und liegt somit unter der Gewichtsbeschränkung. Super. Sie begibt sich also auf ihre lange Reise und steht nun vor dem Flughafen in Brasilien, vor der Entscheidung, wie sie zu ihrem Lager im Dschungel kommt. Die einfachste und langweiligste Wahl wäre ein Taxi, welches jedoch um die 27 Euro kosten würde. Ihre Alternative wäre, zuerst einen Bus zu nehmen, der 2,98 € kosten würde, anschließend mit einem Boot den Amazonas entlang, welches 16,34 € kosten würde, und zuletzt könnte sie bei einigen Einheimischen in einer Kutsche mitfahren, wofür sie diesem zum Dank noch 5,50 € geben würde. Wie viel würde diese Variante kosten? Stoppe wieder das Video, um es selbst zu rechnen. Gut. Also schreiben wir den ersten Summanden 2,98 an und setzen schon einmal die Kommas für die beiden anderen Summanden und die Summe. Nun schreiben wir die beiden anderen Summanden an und setzen 0 für die beiden leeren Zehnerstellen. Gut, beginnen wir. 8 plus 4 ist 12, plus 0 ist 12, also 2 und 1 Übertrag. 9 plus 3 ist 12, plus 5 ist 17. Plus 1 ist 18, also 8 und 1 Übertrag. 2 plus 6 ist 8, plus 5 ist 13 und plus 1 ist 14, also 4 und 1 Übertrag. Und zuletzt 0 plus 1 plus 0 plus 1 ist wieder 2. Sie würde also 24,82 € zahlen, was sogar ein klein wenig billiger als das Taxi wäre und natürlich viel spannender. Sie entscheidet sich also für diese Variante und nach vielen tollen Erlebnissen steht sie nun mitten im Dschungel, wo sie plötzlich auf eine alte, verwachsene Tempelruine trifft. Sie untersucht diese näher und entdeckt auf einer der Wände eine alte Inschrift. Sie zeichnet die Inschrift ab und entdeckt, dass es sich um eine antike Rechenaufgabe handelt. Doch Nina merkt, dass irgendwas damit nicht ganz stimmt. Kannst du auch den Fehler ausmachen? Jetzt erkennt Nina, was mit der Rechnung nicht stimmt. Die Dezimalzahlen sind nicht richtig untereinander geschrieben
wodurch mehrmals unterschiedliche Stellenwerte miteinander addiert werden. So werden die Zehntel des ersten Summanden mit den Hundertstel des zweiten Summanden addiert. Schreiben wir die Rechnung doch noch einmal schön und richtig auf. Nachdem wir den ersten Summanden abgeschrieben haben, setzen wir das Komma für die anderen Summanden und die Summe, um nicht denselben Fehler zu machen. Nun schreiben wir die anderen Summanden schön auf und ergänzen die leeren Stellen mit 0. Wenn wir die Summanden nun richtig addieren, erhalten wir 0 plus 1 plus 0 ist 1, 1 plus 4 plus 0 ist 5, 6 plus 1 plus 7 ergibt 14, also 4 und 1 Übertrag, und 1 plus 3 plus 2 ist 6, plus 1 ist 7. Wir erhalten also das richtige Ergebnis 7,451. Auch Nina kommt auf dieses Ergebnis und sieht sich die Wand noch einmal genauer an. Und tatsächlich, ganz klein und versteckt in einer Ecke, steht auch das richtige Ergebnis. Sie entdeckt, dass sich der Stein an dieser Stelle eindrücken lässt, wodurch eine Geheimtür aufgeht. Begeistert betritt sie den Garten dahinter und entdeckt dort die Pflanze, nach der sie so lange gesucht hat. Sie nimmt also einige Wurzeln mit nach Hause und dort gelingt es ihr, ihre lange und mühsame Forschung erfolgreich zu beenden. Sehr gut, auch du hast damit eine Reise durch diesen Lernzyklus beendet. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und falls du jetzt Lust auf mehr bekommen hast, dann kannst du auch einen Blick in die Lernzyklen für die anderen Grundrechnungsarten mit Dezimalzahlen werfen. Ich freue mich schon sehr darauf, dich dort wiederzusehen. Also, bis bald!